Hier sehen Sie ein kurzes Erklärvideo der EJF-Beratungsstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Frau Bilsma und das ist mein Kollege Herr Kops. Wir arbeiten beide für die Beratungsstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Berlin. Guten Tag, ich bin Tom König und ich habe gleich einen Termin in der Beratungsstelle der Stiftung. Huch, bin schon spät dran, ich muss los. Oh, jetzt bin ich angekommen. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, aber ich klingle jetzt einfach mal. Hallo Herr König, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben den Weg gut gefunden hierher. Sie können schon mal reingehen und sich einen Platz aussuchen. Ich bin gleich bei Ihnen. Mache ich gern. Bis gleich. Lassen Sie uns doch erstmal zusammen ankommen und einen Kaffee trinken und ein bisschen erzählen. Danach fangen wir mit der Beratung an. Haben Sie noch etwas Milch für mich? Natürlich. Möchten Sie auch Zucker? Nein, danke. Ja, Herr König, wir haben jetzt 1,5 Stunden Zeit und Sie können über Ihre Kindheit erzählen. Und schauen Sie einfach, wie weit Sie da in Ihre Geschichte reingehen möchten. Also an die Zeit von damals kann ich mich nur sehr bruchstückhaft erinnern. Es war sowas wie eine Irrenanstalt mit dunklen Räumen, wenig Fenstern, launischen Leuten, die mich da betreut haben. Und ich wurde oft angebunden. Essen gab es 2-3 Mal am Tag und ich musste alles aufessen, was man mir gegeben hat. Also auch das war sehr schwierig. Und ja, Medikamente habe ich noch bekommen, dass ich nicht so ja, laut bin. Also das sind die Dinge, an die ich mich erinnern kann. Herr König, wie ist es denn nach dem Psychiatrieaufenthalt für Sie weitergegangen? Oh, da fällt mir noch ein, ich war noch in einem großen Haus, das nannte sich Behinderten- oder Heim. Und dort gab es einen großen Schlafsaal und dort konnte ich aber auch nicht wirklich in die Schule gehen, also ab und zu mal, aber ich konnte nicht wirklich lesen lernen. Und arbeiten musste ich zwischendurch aus und meistens musste ich dann auch in der Toilette aufwischen. Haben Sie denn von damals Unterlagen, Herr König? Oh, ich habe nicht viel. Ich habe hier nur ein Fotobuch. Möchten Sie das sehen? Oh, gerne. Ich freue mich immer, wenn es noch Fotos gibt. Aber mehr habe ich nicht. Ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Wir können zusammen nach Unterlagen suchen, wenn Sie das wünschen. Oh, das wäre mir eine Hilfe. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen denn heute? Wenn ich so darüber nachdenke, also ich habe wenig gute Arbeit. Kein Geld, um mir eine neue Wohnung zu suchen, also auch eine kleine Wohnung mit Ofenheizung habe ich noch. Ja, dann habe ich natürlich nachts oft sehr schlechte Träume, wache oft schweißgebadet auf. So alles in allem geht es mir im Moment nicht wirklich gut. Aber auch das schon seit Jahren vielleicht nicht. Aber ich habe einen netten Hund und der hält mich fit. Ui, heute ist der zweite Termin. Ich bin gespannt, was heute so los ist. Es ist gut, über alles zu reden. Ich habe einen Zettel gefunden, Herr König. Da steht drauf, dass Sie als Kind in der Psychiatrie waren für 9 Monate. Und es steht auch drauf, wohin Sie danach gekommen sind, in welche Behinderteneinrichtung. Das heißt, für Ihren Antrag ist jetzt alles da. Oh, da bin ich aber erleichtert darüber. Dankeschön. Sehr gerne. Herr König, Sie haben Anspruch auf die Anerkennungsleistungen von der Stiftung und das sind einmalig 9.000 Euro und die sind nur für Sie. Nur für mich? 9.000 Euro? So viel? So viel hatte ich ja noch nie. Was mache ich denn bloß mit dem ganzen Geld? Ich hoffe, man nimmt mir das nicht weg. Nein, das darf Ihnen niemand wegnehmen. Das ist eine höchstpersönliche Leistung und das Sozialamt darf da nicht ran und Sie dürfen selber entscheiden, was Sie damit machen. Da muss ich aber echt überlegen, was ich mit so viel Geld mache. Hui, hier bin ich jetzt, auf der AIDA. Mann, da ist sogar eine Palme. Ich schipper durch die Welt. Auf Wiedersehen an alle. In der EJF-Beratungsstelle begrüßen Sie, wie schon bekannt, Frau Agnes Bilsma und Herr Olaf Kops. Und manchmal unterstützt uns noch unser Kollege Hermann Fritz Schorn.
In der Beratungsstelle der Lebenshilfe begrüßen Sie Josephine Stockmann und Jutta Seubert für die Nachnamen L bis Z. Der Anmeldebogen hat nur 2 Seiten. Sie können anrufen, eine Mail oder einen Brief schreiben oder einen Fax schicken und dann bekommen Sie ihn von uns.